Hallo, ich grüße euch jetzt zum neunten Teil. Wir wollen uns heute nochmal mit dem Staatsangehörigkeitsgesetz beschäftigen. Ihr wisst ja, es gibt ja hier dieses lustige Schreiben. Ich halte es nochmal hoch. Neuhaus Westfalen, ja, hatte ich schon mal hochgehalten. Und da ist ja dieser Staatsangehörigkeitsausweis drin, ne? Und an den Kommentaren, mal gucken, was. Ja, ne? Ja, das. An den Kommentaren sieht man ja immer wieder, dass das eine sehr emotionale Frage ist. Und sie beißen sich eben an dem Wort Staatsangehörigkeitsausweis fest. Es ist unbestritten, dass die Bundesrepublik eine Verwaltung ist für das Wirtschaftsgebiet. Ne? Also wer sagt, die Bundesrepublik Deutschland existiert nicht, der hat einfach ein Recht. Also das kann man in dem Sinne, muss man das so sagen. Aber die Bundesrepublik ist nicht das, was sie sich selber, wie sie sich selber darstellt. Das ist eine öffentliche Lüge. Ja? Die Bundesrepublik bezeichnet sich als Staat, ist aber kein Staat. Die bezeichnet sich identisch mit dem Kaiserreich, ist aber nicht identisch, weil sie die Rechtsnachfolge der Weimarer Republik angetreten hat. Und vor allen Dingen eben Teile der Weimarer Verfassung und der Gesetze des Nationalsozialismus übernommen hat. Und sobald man von der gesetzlichen Grundlage des Staates abweicht, ist man eine NGO, ob man das will oder nicht. Ich weiß nicht, wie man es noch anders erklären kann. Vielleicht so. Es gibt nun mal vereinbarte Regeln, wie in der Wissenschaft zum Beispiel ein bestimmtes mathematisches Verfahren durchgezogen wird. Beispielsweise das Wurzelziehen. So, ne? Da gibt es ein festes Verfahren, das also 2 mal 2, 4 ist und die Wurzel aus 4, Quadratwurzel 2 ist. So. Nun gibt es Leute, die da 3 oder 1 rauskriegen. Und die sind dann unheimlich unglücklich, wenn ich sage, nee, du bist da falsch. Aber du kannst einen Taschenrechner nehmen. Da kannst du es doch nachvollziehen. So. Und der Taschenrechner ist eine unabhängige, wenn er denn funktioniert, ne? Eine unabhängige Instanz, die dir nochmal bestätigt, ja, es ist so. Und diese unabhängige Instanz, von deinen Gefühlen unabhängige Instanz, ist das Gesetzblatt. Und wenn du dort reinschaust und den Gesetzestext vom Kaiser mit dem vergleichst, was die Weimarer Republik bzw. auch die BRD macht, dann habe ich doch das Verfahren. Dann muss ich einfach das Verfahren machen und dann wirst du feststellen, dass der Text von der Bundesrepublik von dem des Staates abweicht. So. Und wenn ich die Anzahl Wenn ich zwangsläufig durch das veränderte Verfahren der Feststellung der Anzahl der Wahlberechtigten dahin komme, dass sich die Zahl der Wahlbenachrichtigten verändert, weil das Berechnungsverfahren halt anders ist, dann komme ich zu ungültigen Wahlen und auch zu einer ungültigen Staatsangehörigkeit. Ne? Ich meine, vielen ist eigentlich schon klar geworden, wo ich das Beispiel mit dieser Staatsangehörigkeit gebracht habe. Ne? Man kennt ja problemlos auch diesen Broiler hier gegen irgendein Warnzeichen austauschen. Persil oder McDonald's, keine Ahnung, irgendeins. Oder Opel oder denkt das aus. Es wird nun mal kein Staatsangehörigkeitsausweis. Also es ist dann einfach nur wie eine Neptun-Tauchurkunde im Ferienlager. Mehr ist es nicht. So. Und wenn man die Leute damit täuscht, hat das doch Sinn und Zweck, dass man das macht. Warum denn? Naja, man muss einfach mal ins Grundgesetz gucken. Dort steht ja drin, wenn die Menschen hier in dem Vereinigten Wirtschaftsgebiet, nennen wir es mal so, ist ja, sind ja nur Firmenvereinigungen. Ne? Es gab ja nie einen Staat BRD oder Staat DDR, das waren ja alles nur Besatzungskonstrukte, Teilsouveräne oder Staatsfragmente. Und deren Wirtschaft, die haben sich vereinigt, so, weil die haben Waren ausgetauscht. Und es gab dann ja nochmal eine Zollgrenze. Ist ja alles okay. Aber unsere Staatsangehörigkeit darf doch deswegen nicht genullt oder ungültig gemacht werden. Das ist doch der Betrug, der gemacht wird. Und dann kommt es nämlich, dass die Kanzler, wenn sie denn Kanzler werden wollen, eine Kanzlerakte unterschreiben müssen. Das hat ja auch Egon Bahr bestätigt. Wonach sie eben nicht die Interessen des Volkes, sondern die Interessen ausländischer Besatzungsmächte zu verwirklichen haben. Und das ist genau das, was Merkels Politik ausmacht. Die sagt auch noch, dass es das immer wieder passieren kann, dass wir keinen Anspruch auf Demokratie haben und negiert genau das Grundgesetz, weil im Grundgesetz steht, alle Macht geht vom Volk aus. Das kann ich nicht erkennen. Unsere Bundeskanzlerin sagt, 90% der Menschen sind dafür, dass noch mehr Einwanderung kommt. Wo sie die Zahl hat, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was sie geraucht hat,
Aber die Umfragen, die dann auf MDR oder NTV laufen, die sind genau andersrum. Die wollen alle 90%, dass das aufhört. Und dass wirklich nur die notleidenden Menschen hier Schutz und Hilfe erfahren. Und nicht die, die sagen, naja, in der Bundesrepublik, das ist Schlaraffenland, da komme ich einfach mal, da kriege ich alles, ja, wird mir Zucker in den Hintern geblasen, keine Ahnung. Das geht nicht. Ein Volk, was hier lebt und was einen Anspruch hat auf eine Heimat, hat ein Selbstbestimmungsrecht. Das hat nichts mit Rassismus zu tun, was ist ich. Ich habe nichts dagegen, dass mein bester Freund ein Ausländer ist. Ich habe, wenn er Iraner wäre oder Afrikaner, alles gut. Aber unser Volk nicht über seine eigene Nationalität und Geschichte selber bestimmen können. Und das ist derzeit nicht gewährleistet. Und der Grund dafür ist es, dass es eine gefälschte Staatsangehörigkeit gibt. Das ist der Grund. Ja? So. Gut, haben wir das Thema erstmal durch. Jetzt ist die Frage, wie passiert der Identitätsdiebstahl? Ja, das haben wir jetzt mal rausgekriegt. Wir hatten nämlich wie soll ich mal sagen, ein Gerichtsverfahren gehabt, wo der Richter sozusagen ein Scheinurteil erstellt hat. Scheinurteil ist also ein Beschluss, der nicht dazu geführt hat, dass der gesetzliche Richter den verfasst und unterschrieben hat. Also müssen ja die mitwirkenden gesetzlichen Richter an dem Urteil mitwirken. So. Nur hat man ja im Gerichtsverfassungsgesetz Paragraph 15 gelöscht. Da stand drin, Gerichte sind Staatsgerichte. So. Also wenn man es löscht, sind sie es nicht mehr. So, jetzt haben wir also nur die freiwillige Gerichtsbarkeit. Das den Paragraph für die freiwillige Gerichtsbarkeit, der ist gelöscht worden. Es wird aber weitergemacht. Es werden weiter Ausnahmegerichte gemacht. Das Grundgesetz verbietet Ausnahmegerichte, ne? Oder aufgezwungene Schiedsgerichte. Das ist also das, was immer wieder praktiziert wird. Die Richter sind im Prinzip Richter eines Schiedsgerichts, und zwar eines Parteischiedsgerichtes, weil der Bund ein Parteikonstrukt ist. Also es ist nichts anderes als die Schiedsgerichte, die Vereine und Parteien haben. Nichts anderes. Die können sich natürlich auch Amtsgericht nennen. Ich habe eben ein Parteiamtsgericht. Das Partei hat man bloß weggelassen, weil die Leute würden sofort aufwecken. Ne? So, aufgrund dessen, dass einige an den Wahlen teilgenommen haben, haben die dem Parteikonstrukt zugestimmt. Ob die das wollen oder nicht. Die wollen einfach nur eine andere Politik. Aber man kann ja gar keine andere Politik werden. Ob man CDU, SPD, Grüne, was auch immer, denkt das aus, wählt. Es kommt am Ende immer darauf hinaus, dass die fünf oder sechs oder sieben etablierten Parteien die Politik bestimmen. Und die ändern die Regeln immer dann, wenn sie gerade an der Macht sind. So. Dann vertritt einmal die grüne Politik die SPD oder die sozialdemokratische Politik die Grünen oder die Grünen machen eine noch viel schlimmere CDU-Politik, wie auch immer. So gedreht, dass eben der Besatzer immer durchschlagen kann. So, und das wird eine Scheindemokratie aufgebaut, und das ist das, was die Leute inzwischen satt haben und wo sie in Wut geraten, und deswegen haben wir ein relativ hohes Wutbürgerpotenzial in Deutschland. Das ist einfach so. So, jetzt wäre die Mischung Wutbürger und wirtschaftliche Schwierigkeiten genau das Zündmaterial, was eben dann ein Bürgerkrieg auslösen kann. Und es gibt Studien, die weltweit angestellt haben, wonach festgestellt hat, dass wenn 10% durch Mischung mit einem anderen Volk in einem Staatsgebiet passiert, sei es durch Katastrophen, sei es durch Völkerwanderung und so, hat es in der Vergangenheit immer Bürgerkriege gegeben. Dann kann man sich überlegen, bei 80 Millionen Einwohnern sind wir jetzt schon an der Hälfte dieser Grenze, würde ich mal schätzen. Und wenn es nicht gar mehr ist. Weil es wird ja dann auch jeder gleich zum Deutschen gemacht. Ne? Und ich stelle fest, dass die Aggression, das hinzunehmen, einfach rasant zugenommen hat. Und zwar innerhalb von einem halben Jahr. Ne? Sagen wir mal, Ende letzten Jahr, Anfang diesen Jahres war ja so diese Pegida-Bewegung in Dresden. Und ich habe mir das ja noch eine Weile angeguckt, habe auch versucht, die Leute zu verstehen. Man kann die Position auch verstehen. Man kann bloß die Methoden nicht verstehen. Weil, wenn ich die Scheinstaatlichkeit satt habe, dass man drüber regieren, dann gehe ich doch nicht mit der Flagge des Besatzers demonstrieren. Das begreift kein Mensch. Also, wenn ich mich als Sklave fühle, dann gehe ich doch nicht mit der Sklavenhalterflagge zur Demonstration gegen Sklaverei.
Da lässt sich mir doch was einfallen. Und das ist das, was ich überhaupt nicht verstehe. Es ist ja ganz klar, wenn ich von einem Besatzungskonstrukt in geregelte staatliche Verhältnisse zurück will, ja, auch wenn ich jetzt keinen Kaiser habe, ich kann ja eine Föderation machen. Ne? Ich habe ein Parlament, das verwaltet das Kaiserreich und der Geschäftsführer bestimmt die Leitlinien der Politik. Und den Geschäftsführer sollte das Volk auch direkt wählen können. Das kann man ja so machen. War ja auch damals so. Ne? Das Parlament hat ja beim Kaiser die Verwaltung gemacht, der Kaiser hat die Leitlinien der Politik bestimmt. So, und diese Leitlinien der Politik müssen die Grundbedürfnisse Andersdenkender berücksichtigen, aber im Wesentlichen die Mehrheit der Auffassung der Wahlberechtigten. So, das ist eine Demokratie. Alles andere, dass Parteikonstrukte vor der Wahl etwas anderes versprechen, als hier nach der Wahl gemacht wird, hat nichts mit Demokratie zu tun. Das ist Verarschung. Man muss es so sagen. Es ist kriminell. Ja, das ist Wahlbetrug. Politischer Art. Wir unterhalten uns das nur um den formalen Wahlbetrug. Also dort, wo eine Gemeinde oder eine Verwaltung anfängt, kriminell zu werden. Und das können wir auch relativ schnell beweisen und auch abschließen. Und zwar passiert das durch Identitätsdiebstahl. Jeder von uns weiß ja, dass er irgendwann einmal einen Ausweis beantragt hat. So, die meisten wurden ja nach der Wende damit eingefangen, dass ihnen gesagt wurde, sie brauchen einen Personalausweis. So, das DDR hatte auch einen Personalausweis, aber der hatte eine andere Bedeutung. Der Personalausweis der DDR verpflichtete den sogenannten Staatsbürger der DDR auf die Verfassung des Landes. Und es gab natürlich die sogenannte Führungsanspruch der Partei und so weiter, die Leitlinien der Politik gemacht hat. Aber vom Staatsaufbau her war das in dem Sinne keine Firma, sondern es war eine Parteidiktatur, ne? Eine kommunistische Parteidiktatur, teils verblendet, teils aber auch gerecht. Also ich muss zum Beispiel sagen, dass das Strafgesetzbuch der DDR für die politischen Verhältnisse der DDR wenigstens korrekt umgesetzt wurde. Wenn jemand gestohlen hat, wurde er dafür verantwortlich, zur Verantwortung gezogen. Wenn jemand ein Körperdelikt gemacht hat, wurde er auch zur Verantwortung gezogen. Jetzt in der Bundesrepublik ist es so, dass sich die Ausländer hier fast alles erlauben können, auch gegenüber Einheimischen, verprügeln, bestehlen und die werden nicht bestraft. Und wenn ein Deutscher auch nur den Gedanke fasst, im Ausländer mal eine Meinung zu sagen, dann wird er als Verleumder, als sagen wir mal, auch Diskriminierender, als Nazi, was auch immer, bezeichnet. Das ist doch nicht in Ordnung. Der hier in diesem Land leben will, muss sich an die Gegebenheiten dieses Landes halten. Ob wir unter Besatzung stehen oder nicht, spielt da gar keine Rolle. Der Besatzer hat sich an die Gesetze des Landes zu halten. Wenn er das nicht macht, ist er Kriegsverbrecher. Ganz einfach. Deswegen gibt es die HLKO. Die HLKO sagt, wenn ein Besatzer seine Kompetenzen und seine Verpflichtungen überschreitet. Das ist ganz einfach. Das tun die Amerikaner ständig. Die haben sich noch nie an irgendwelche völkerrechtlichen Dinge gehalten. Das hat die einfach nicht interessiert. Die haben es einfach gemacht. Die haben Menschen im Irak, Iran, Syrien, was auch immer, einfach umgelegt. Völlig Unschuldige. So. Da kann ich doch auch nicht von einem gerechten Krieg oder von Demokratisierung reden. Das ist einfach nur die Interessenvertretung des industriellen militärischen Komplexes und auf dem Rücken der Länder der Welt. Was anderes ist es nicht. So. Und dass dann natürlich keiner Mitleid hat, wenn es eine Dollarkrise gibt, das brauchen wir nicht diskutieren. Ja. Es wird dann so weit kommen, dass mit denen keiner mehr Handel treiben will, weil die bunten Zettel dann irgendwann mal keiner braucht. Das ist die Situation, die die BRICS-Staaten bis Ende des Jahres schaffen wollen. Ich habe da so gehört, für Oktober, November soll es dann auf dem Geldmarkt zu einschneidenden Veränderungen kommen. Wir werden dranbleiben an der Sache. So, geht. Sind wir erstmal durch bei der Geschichte. Ich würde jetzt erstmal Identitätsdiebstahl nochmal in den Vordergrund rücken. Also, Personalausweis. Wir reden jetzt erstmal von dem Personalausweis der Bundesrepublik, weil der von der DDR ist ja widerrechtlich durch die Bundesrepublik ungültig gemacht worden. Müssen wir jetzt nicht weiter ausdiskutieren. Fakt ist, dass die Ungültigmachung des DDR-Personalausweises unwirksam ist, weil ein anderer Staat. Zum Beispiel, wenn ich reise meinetwegen nach Italien und ein Italiener macht meinen bundesdeutschen Personalausweis zur Männer. Das darf er nicht, würde er auch nicht machen. Aber
Aber in dem Verhältnis der Wende, BRD, DDR, ist es eben so gemacht worden. Aber es ist rechtswidrig. Weil es wurden Wirtschaftsgebiete vereinigt, keine Staaten. Ne? Die beiden Staaten waren aufgelöst. Und die Firma darf nicht in das Staatskonstrukt des anderen reinregieren. Es wurde nie eine Volksabstimmung zur Wiedervereinigung gemacht. Und im Grundgesetz steht aber, dass die Ausweitung der Kompetenzen des Bundes ein Volksentscheid nach Artikel 29 Absatz 8 erfordert. Das hat man einfach übergangen. Also ist es rechtswidrig. So, jetzt ist die Frage, wie funktioniert der Identitätsdiebstahl? So, ihr müsst euch überlegen, was habt ihr gemacht, als ihr euren Personalausweis beantragt habt, beziehungsweise Reisepass, das gleiche Verfahren. Ihr habt ein Formular ausgefüllt, da war oben ein schwarzer Rahmen, dort wurde dieses Passbild eingeklebt. So, dann sind unten die persönlichen Daten, die habt ihr möglicherweise in einem Formular ausfüllen müssen, die hat die Bedienstete der Meldebehörde eingegeben. Und dann wurde das Formular weggeschickt. Und jetzt ist es aber so, dass dort ein elektronisches Pad liegt, also so ein Unterschriftspad. Und die Bedienstete fordert euch auf diesem Pad zu unterschreiben. Und zwar ohne, dass ihr der Datenschutzerklärung zugestimmt habt. Das wird euch einfach verweigert. Es wird auch nicht mal vor den Risiken des Identitätsdiebstahls gewarnt, sondern die werden einfach sagen, ihr müsst das machen. Und das ist aber eine Lüge. Ihr könnt verlangen, dass das Formular erstmal ausgedruckt wird. Da könnt ihr einem Identitätsdiebstahl schon mal den ersten Riegel vorschieben, weil es ist immer noch ein juristischer Unterschied, ob ihr auf einem Zettel in der Originalunterschrift unterschreibt und dieser dann kopiert wird, oder ob die elektronische Signatur, die das Pad an das System liefert, noch einmal als digitale Kopie ausgefertigt wird, sodass eine zweite Unterschrift entsteht. Es ist ein Unterschied, ob ich eine Originalunterschrift habe und eine Kopie oder ob ich durch die elektronische Kopie zwei Originale habe. Dann kann ich nämlich das zweite Original auf ein zweites Dokument setzen, was ihr gar nicht beantragt habt. Und genau in dem Moment passiert der Identitätsdiebstahl. Und das haben wir aufgedeckt. Wir hatten nämlich den Fall, eine Mann und eine Frau, wobei der Mann ein Passbild hatte und die Frau kein Passbild hatte. Und die Frau hat sich also dort im Amt ein Passbild machen lassen von der Bearbeiterin der Meldebehörde. So, der Mann hat ein Passbild gehabt, haben sie draufgeklebt, dann hat er das alles ausgefüllt, da stand keine Staatsangehörigkeit drauf, sondern die haben den Schein so wie es ist dann eingescannt und hinterher, da habe ich mich gewundert, hat die Bearbeiterin das Passbild abgetrennt und hat diesen Bogen ohne Passbild in die Ablage getan und das Passbild demjenigen wiedergegeben. Da fragt man sich, warum? Ich habe einen Antrag abgegeben, da sind Personalien drauf, aber ich habe zu den Personalien kein Bild mehr. Wessen Passbild kommt irgendwann da drauf, der mit meinem Namen auf meinem Passbilddokument auch noch durch die Kante rennt? Der den gleichen Namen wie ich trägt, aber plötzlich eine andere Staatsangehörigkeit hat. Das ist doch mal eine interessante Nummer, was da läuft. Aber es wird noch viel schlimmer. Bei der Frau war es so, dass sie sich ein Foto machen lassen hat und dieses Foto wurde mit einer Fotosoftware sozusagen auf die richtige Größe gezogen und oben in diesen Antrag eingetragen. Und die Frau hat sozusagen auf dem Ausdruck ohne Passbild unterschrieben. Ne? Also der Antrag, Passbild unterschrieben, aber stand keine Staatsangehörigkeit drauf. Und die Fotosoftware hat dieses Passbild oben in den Ausweisantrag eingefügt und die Staatsangehörigkeit eingetragen, wo die niemand ausgegeben hat. Und da stand Deutsch drin. Da muss man fragen, wie das geht. Ne? Und zwar aus der Kopie der Unterschrift auf dem Antrag hat die Fotosoftware einen Antrag zur Abtretung der Staatsangehörigkeit gemacht. Das muss man sich mal überlegen. Beide hatten vorneweg eine Meldebescheinigung verlangt. Weil ich war ja mit, ich war ja pfiffig, ich war ja vorgewarnt, ich weiß ja, wie es läuft. Und habe gesagt, holt euch zuerst die Meldebescheinigung und dann den Reisepassantrag. Wir haben also zwischendurch immer Fotos gemacht und haben den Stand genau dokumentiert, sodass wir genau wissen, in welchem Schritt was passiert ist. Auf dem Ausweisantrag vom Mann stand Deutsch klein geschrieben. Bei der Frau stand gar nichts. Aber auf der Fotosoftware, die dann mit Teil des Antrags wurde, steht auf einmal Deutsch in Großbuchstaben. Da fragt man sich, was ist hier los? Also, Sachen in Großbuchstaben sind erstmal grundsätzlich keine Bezeichnung für natürliche Personen, wie ich, du und ich, Lebende, sondern das sind Warnzeichen. Ne? Es gibt also eine Vorschrift, wie ein Familienname oder ein Vorname auszusehen hat, also der erste Buchstabe groß und der Rest klein. Das hängt einfach mit alten römischen Recht zusammen, was eigentlich hier in Deutschland gar keine Geltung haben darf,
weil im Teutoburger Wald das Römische Reich besiegt worden ist. Also das heißt, die Anwendung römischen Sklavenhalterrechts, was nämlich diese Schreibweise betrifft, darf in Deutschland, beziehungsweise auch in Deutschland, nicht umgesetzt werden. Und das ist auch der Hintergrund, warum zum Beispiel Thomas Carlyle gesagt hat, an der Zukunft Deutschland entscheidet sich die Zukunft der Welt. Aus mehreren Gründen. Wenn wir in Deutschland durchsetzen, dass dieses Sklavenhalterrecht, was die katholische Kirche hier in dieses Land später nochmal reingetragen hat, durch den 30-jährigen Krieg und ähnliche Bünde mit diesen Adel, wenn das niedergeschlagen wird, sei es durch einen Volksaufstand, sei es durch eine Verfassungswahl, dann werden andere Länder dieser Welt die Angebote der Schutzabkommen akzeptieren und selber von diesem Sklavenhalterrecht loswerden. Das wird halb Afrika betreffen. Nicht nur Deutsch-Südwest, sondern große Teile. Ne? Es gibt ja die Gebiete Deutsch-Südost, Deutsch-Widu und Hawaii. Müsst ihr einfach mal gucken, deutscheschutzgebiete.de, stehen die alle drin, was der Kaiser damals als Schutzgebieten den Leuten angeboten hat. Einfach damit die dort arbeiten und leben konnten, ohne ständig von anderen welchen kriegerischen Stämmen überfallen zu werden. So, und das hat man verhindert, weil der englischen Krone war das einfach zuwider, dass zum Beispiel Namibia, dort wo also viele Diamanten liegen, nicht mehr so ohne weiteres ausgeplündert werden konnte. Weil die Deutschen, die da unten gelebt haben, zusammen mit den Afrikanern dort Landwirtschaft betrieben haben, das Land fruchtbar gehalten und so weiter. Und das war dann ein Dorn im Auge. Und dadurch kam es dann zu dem Aufstand da unten am Waterberg, wo man also Banden aus Südafrika mit englischen Waffen beliefert haben und die sind dann über die Grenze gekommen und haben dort Krieg angefangen. So dass also die englische Krone gar nicht als Kriegsgegner aufgetreten ist, sondern nur als Nutznießer. Und die gleiche Masche hat man 1914 und 1939 nochmal genauso gemacht. Haben wir wieder kriegerische Truppen mit Waffen beliefert und die aufgestachelt und aufgehetzt. Das war in Sarajevo so und das war in Sander-Kleiwitz so. Und einfach in den Ostgebieten genau das Gleiche. Und es war an der russisch-deutschen Grenze so, in dem sie Stalin aufgerüstet haben. Diese Dinge muss man einfach wissen. Und das, wenn ein Verfahren eben mal so gelaufen ist, wird es immer wieder praktiziert. Und ein Land, was keine ordentliche Staatsangehörigkeit nachweisen kann, ist immer sozusagen durch Flugzeugträger des Aggressors. Ne? Ohne Bundesrepublik wäre kein Drohnenkrieg möglich. Ohne Bundesrepublik wäre auch der Transport der US-Truppen in die sogenannten Kriegsgebiete. Warum die auch immer Krieg führen müssen, keine Ahnung. Können ja auch Handel treiben. Immer Deutschland vorne herangestellt. Damit Deutschland immer ob es will oder nicht, immer als Kriegsgegner auftritt. Obwohl hier eigentlich die Weimarer Republik kämpft und gerade der Kaiser, weil der Kaiser ist an Macht geworden. Der Kaiser hat nie ein anderes Land angegriffen. Nie. Ja, der Kaiser hat nur seine Bündnisverpflichtung erfüllt, musste er auch, weil Österreich-Ungarn ein Bündnis hatte, und das haben auch die Engländer gewusst, auch selber haben die Kriege geführt. Also kann ihm auch nicht gepfändet werden. Und jetzt kommt nämlich der Punkt, jetzt guckt doch mal rein in das Chefgesetz 52, da ist von allen das gepfändet, das Eigentum, das Auto, Grund und Boden, die Rechte von großen Unternehmen und so weiter, außer den Bewohnern des Kaiserreichs. Die sind nämlich doch rausgenommen. Und da kann man sich natürlich vorstellen, warum, wenn du auf die Gemeinde gehst und eine Bestätigung deiner Staatsangehörigkeit haben willst, diese nicht kriegst, weil sie nämlich sofort dein Pfändungskonto nullen müssen. Ja, da ist also keine Staatsverschuldung mehr drauf auf deinem Strohmannkonto, sondern da stehen Null drin und Guthaben. Ja, weil du hast ja irgendwie Steuern bezahlt, die an den Staat gehen und nicht an die Verwaltung. Müsst ihr immer sehen. Hager Landkriegsordnung heißt, Steuereinnahmen minus Besatzungskosten ist gleich Kassenstand. Ja, ich kann mir vorstellen, bei einem Friedensschluss muss ja Kassenstand null gestellt werden, darf also nur die notwendigen Verwaltungskosten und die Besatzungskosten rausgerechnet werden. Und wenn ich natürlich ein Sozialamt der Welt mache, also mich gegen das kaiserliche Gesetz aufstelle, auch so gut, so wie das wünschenswert ist, und vielleicht kommt es auch mal so weit, dass wir das einfach übrig haben. Aber zurzeit haben wir es eben nicht übrig. Dann vergehe ich mich gegen das staatliche Gesetz und muss natürlich dann auch die Verantwortung tragen, weil der Kaiser hat natürlich auch ein Strafgesetzbuch und das wurde auch ziemlich krass durchgezogen. Da hat sich niemand erlaubt, mit dem dienstlichen Bleistift eine private Notiz zu machen. Heutzutage tut jeder nur seinen Vorteil suchen. Hörst du auf den öffentlichen Ämtern, ich habe ja meine Anweisung, ich arbeite hier nur im Auftrag. Nee, du bist Notstandsleiter. Wenn du hinter einem Schreibtisch sitzt und irgendwas ausfertigst, für oder gegen jemand, wenn es gegen Gesetz versteht, stehst du privat unbeschränkt für die Folgen ein. Das sage ich dir als Angestellter an irgendeiner Verwaltung. Ob du mir das glaubst oder nicht. Ob du mit Vorname unterschreibst oder nur mit Nachname oder dort nur einen Kragel reinmachst, wenn es jemand nachgewiesen wird,
dass derjenige das gemacht hat, wird er dafür privat einstehen. Weil Notstandsleiter müssen immer durch den Verweser entlastet werden. Und wenn der Verweser sagt, nee, der Vorgang ist von Anfang an rechtswidrig gewesen, dann hängt der Verwalter oder der Bedienstete des sogenannten öffentlichen Dienstes, den es nicht geben kann, weil der Kaiser keinen bestellt hat, haftbar. Ja. Und der Vorgesetzte sagt nur, ich habe es nur angewiesen. Er hat zwar seine Angestellten ständig instruiert, aber alles nur mündlich. Der tatsächliche Angestellte hat es aber ausgeführt. Und der Handelnde, das ist nämlich der Notstandsleiter, haftet, nicht der Vorgesetzte. Der Bedienstete muss nachweisen, dass sein Vorgesetzter ihn zu rechtswidrigen Taten angestiftet hat. Das ist eine ziemlich schwierige Geschichte. Und darüber sollte jeder Polizeibeamte, jeder Staatsanwalt, jeder Richter ernsthaft nachdenken. Einfach nur ein Schutz für die Familie, gegen Repressalien, wenn es zum Aufstand kommt, und gegen die Destabilisierung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit. Und da gab es mal, wenn man so einen Dienst antritt, einen Diensteid, den man darauf geschworen hat, aufs Grundgesetz. Einhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit und des Rechtsstaates. Und darüber sollte man sich mal Gedanken machen. Ja, dann geht es weiter mit Teil 10.